Sind wir im Lagerhaus? Was? Was hat er gesagt? Offizielle Amtswege und Weglagungen von Papierkram bringen dich nicht weiter. So umgeht man die Bürokratie. Ja, wie auch immer. Prüfen wir mal. Und ein Fersengeld gefunden, okay. Einmal Fersengeld, bitte. Und hier ist, glaube ich, ein Shop. Ihr braucht Waffen und Rüstung, um zum großen Stab durchzukommen. Für uns sind sie nutzlos, also können wir sie euch günstig verkaufen. Sehr gut. Cool, ein geheimer Shop irgendwie hier wahrscheinlich. Man kann hier einiges kaufen. Leichte Degen, die den Item, das, die Stärke erhöhen von unseren Sachen. Wir können auch ein bisschen was verkaufen vielleicht, oder? Obwohl, haben wir irgendwie ein bisschen Schund. Wir haben ganz viele Items, die wir wahrscheinlich zum Bauen brauchen. Die hebe ich auch mal auf. Davon haben wir auch überall nur eins. Gut. Wichtig ist aber, dass wir sowas haben wie... Oh Gott, hier gibt's sogar Dings, Zauber. Schild haben wir ja zum Beispiel nicht. Das wäre natürlich erhöht physische Verteidigung. Hm, vielleicht. Oh, jetzt habe ich es gerade leiser gemacht. Jetzt dachte ich mir gerade, hä? Warum? neuer TP, wenn Verteidigung eingesetzt wird. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Erhöht SZ, wenn bei einem Angriff Verteidigung eingesetzt wird. Ritterkodex haben wir ja. Antidotbrosche ist immun gegen Gift. Ist natürlich auch sehr cool, vor allem auf Dauer wahrscheinlich. Wenn es spezielle Kämpfe gibt, wo wir das brauchen. Den nehmen wir einmal mit. Kann sicherlich nicht verkehrt sein. Bevor ich jetzt nach Waffen gucke, gucke ich erst nochmal so an Items, also Mana-Kraut und so weiter, weil das brauchen wir definitiv häufig. Deswegen 10 Mana-Kraut, obwohl Heilungsmedizin. Mana-Kraut macht mehr Sinn anstatt Heilungsmedizin, weil Mana-Kraut bringt uns Mana und heilt uns dann dementsprechend. Deswegen Heilungsmedizin ist gar nicht so wichtig. Nehmen wir mal 3 mit und nehmen dann vielleicht nochmal ein paar mehr Mana mit. So. Und Lähmungskraut können wir auch mal vollsaber mitnehmen. Und dann können wir noch eine Waffe für Seth und für Keim mitnehmen. Okay, dann rüsten wir die mal aus. Ja. Und dann können wir nämlich die anderen Sachen verkaufen. Platinschwert. Zack. Okay. Und dann wieder einmal verkaufen die Waffen, die wir nicht verkaufen können. Okay. Können die Waffen nicht verkaufen, das ist natürlich blöd. Aber dann kaufen wir nochmal den Schildzauber. Und dann haben wir nämlich auch alle Zauber. Okay. Wieso können wir die dann nicht verkaufen? Weil das wahrscheinlich irgendwie wichtige Waffen sind für die irgendwie, oder? Nur für Kyle, nur für Seth. Aber die wir jetzt haben, die sind halt wesentlich besser, die Items. Gut. Ausrüstung. Er hat ja eh Ritterkodex, hat er schon, hat er noch nicht voll. Sie hat das auch noch nicht voll. Sie hat sogar einiges noch nicht voll. Ah ne, die beiden haben wir jetzt erst neu. Ermöglicht die Flucht vor einem Kampf. Ob wir das so dringend brauchen. Na gut. Ja, wir können vielleicht gucken, ob wir noch eine Verbesserung schmieden können mittlerweile. Das können wir auch mal machen. Ringfertigung. Nur noch ein Schlägerring. Sonst wären hier diese so ein Luftring oder sowas wäre natürlich auch, dann machen wir noch Luftschaden zusätzlich. Kann man hier aber glaube ich nicht kaufen bei dem, oder? Ich meine, da war sowas nicht zu kaufen. Doch, Windsegelblatt und Eisensand und Magiefänger und Klebeband. Kaufen wir mal eins davon. Kaufen wir mal zwei davon. Und dann können wir mal noch ein paar Ringe machen. Ringfertigung. Einen. Was ist denn für den? Was brauchen wir dafür? Okay, da brauchen wir Schutz. Schutzengelerz, ja, das haben wir sowieso nicht. Einen Flammenring bitte bauen. Einen Luftring bitte bauen. Und dann, ups. Dann wollte ich das so machen, dass wir einmal. Ausrüstung. Keim geben wir jetzt mal den Flammenring und wir geben ihm mal den Luftring. Ich weiß nicht, ob es bei Zauber auch was bringt oder ob es nur bei normalen physischen Schaden ist. Sehen wir ja dann. Sonst geben wir den nämlich Seth. Okay. Hier ist noch was zu prüfen. Samen. Okay. Und wir können rausgehen.
und können jetzt natürlich eine Abkürzung machen, damit wir da immer wieder hin können. Ohne dass wir da die komische... die Wachen irgendwie austricksen müssen. Sehr gut, hat sich doch schon mal gelohnt, oder? Also haben wir jetzt den Shop gefunden, der so ein bisschen geheim war. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das Spiel vielleicht irgendwie sogar darauf hinaus ist, dass wir den kriegen. Das heißt also, dass wir irgendwann, dass er sagt, ey, ihr müsst euch noch vorbereiten, damit ihr weiterkommt, oder weiß was ich. Gut, gucken wir trotzdem nochmal an, was wir hier sonst noch haben. Okay, hier kommen wir nur einfach zurück. Ich dachte, da könnten wir vielleicht auch irgendwo hoch. Dann gehen wir nur hier hoch. Gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Vielleicht noch ein paar Plakate, wo wir was hinterfinden. Hier ist zum Beispiel noch ein Topf, wo auch was drin war. Was möchtest du tun? Samen geben? TP-Erholung. Wir können ja Samen geben. Da sitzt ein Peapod unter. Ach, das ist genau, das ist die Sidequest. Und da, dem müssen wir irgendwie ganz viel von diesen Samen geben. Genau so war das. Irgendwie bei 99... Ich glaube, alle, wenn wir 99 geben, kriegen wir was Tolles und 99 ist das Maximale irgendwie. Egal, das ist alles in allem sehr seltsam. Ich dachte, sie wären vorsichtig im Umgang mit magischer Energie. Ja, das dachten wir alle. Das dachten wir alle. Hey! Puh, ich habe den ganzen Tag im Labor mit Zahlen jongliert. Das ist anstrengender, als es klingt. Ehrlich? Okay, dann gehen wir jetzt mal weiter. Speichern aber natürlich nochmal im Kurs ab. Geht ja Gott sei Dank einigermaßen schnell. Auch wenn die Ladezeiten nicht ganz so super schnell sind, aber das Speichern geht zumindest einigermaßen schnell. Okay, und speichern. Haben wir sogar ganze 14 Minuten jetzt dafür verbracht, hier rumzurennen. Naja, weiter geht's. Hier vielleicht noch Töpfe, mal Ausschau halten. Hier rechts, da fliegen die Fliegen, wollte ich gerade sagen. Naja, wir gehen weiter. Und von der Kostentiumsbasis großer Stab Nordwest. Südost, Nordwest gehen wir jetzt zum Meer von Baus. Weiter in Richtung großer Stab. Diese kleine Insel links da, da ist der große Stab. Da hinten seht ihr ihn schon im Hintergrund jetzt. Bei Meer von Baus. Ja, die Ladezeiten. Wie gesagt, gehört alles noch zur Ladezeit hinzu. Ah, das Meer von Baus. Ich erinnere mich wieder. Hm. Okay. Tropisch. Tropisch, tropisch. Hier gibt es natürlich erstmal etwas zu finden. Denkt man. Okay. Gibt es auch nichts zu finden. Dann gibt es hier bestimmt was. Nämlich was zu speichern. Und es gibt hier erstmal eine Truhe. Schatzbrille. Klettern wir mal hoch. Der will bestimmt uns irgendwas Tolles geben. Sonst müssten wir nicht extra hier hochgehen. Da hinten der große Stab. Der ist schön. Sag mir was. Man kann den großen Stab von hier aus sehen. Ich will nur schnell wieder zurück nach Hause. Wenn nur diese dummen Monster nicht hier mehr vom Baus lauern würden. Ja, diese dummen Monster. Ganz schön dumm, ey. Und frech und fies und gemein. Ich würde trotzdem erstmal nochmal hier einmal speichern. Ich weiß, klar. Ach, nach Quatsch. Nein. Die paar Meter. Aber kurz gucken, was das für ein Item war. Schatzbrille. Erhöht Gegenstände des eines Feinden des. Kann interessant werden, wenn wir stehlen wollen. Moin. Der Schrott dort war einmal ein Verstärker für magische Energie. Aber der wurde vom Einströmen der ganzen magischen Energie in dieser Gegend zerstört. Ich habe gehört, dass manche unter den Trümmern durch bloßen Zufall auch schon gute Sachen gefunden haben. Ihr könnt einige gute Sachen finden. Aber wenn magische Energie im Spiel ist, weiß man nie, was für Gefahren auf einen warten. Helle Lichtpunkte zeigen jedenfalls eine hohe Konzentration magischer Energie an. Haltet die Augen offen. Okay. Let's go! Alte Schiffe, Fracks, wie auch immer. Hier ist. Oh, da war eine Truhe, aber vorher gibt's Gegner! Und wir haben einen schönen Degen in der Hand. Mit Feuerschaden, wie ihr seht. Und der von Jensen hat, glaube ich, gar nichts. Oh Gott, was ist das denn für ein Viech? Wasser. Das ist natürlich Feuer sehr effektiv gegen.
Benutzen wir mal gegen Wasser. Ich glaube, vor dem Wasser war jetzt. Gegen Wasser war Erde. Gut, ja, das geht so im Kreis. Ne? Mittlerweile wissen wir es halt auch. Wir können. Naja, wir greifen nicht mit ihm an. Wir greifen mit ihr, greifen wir direkt an. Und er kann ja mal. Ich glaube, wenn er angreifen würde, würde es Windschaden machen, oder? Ich weiß es nicht. Auch hier machen wir mal einfach Erde und gut ist. Oh, 118 Schaden. Oh, halt mal aus. Erde! 403. Erde! Schaden hoch. Okay, das bringt also nichts auf, für Jensen bringt das nichts, diesen Ring. Aber wir können ihn ja dann bei, Seth zum Beispiel, könnten wir ihn ja benutzen. Dann greifen wir einfach mal mit dem Feuerdings an. Auch hier greifen wir einfach an und hier machen wir wieder, Erde. Nur gut. Reicht. Jo. Eisensand gefunden. Und wieder ein bisschen Gold, ein bisschen FB. Und wir freuen uns. Dann eben einmal kurz unequippen. Und zwar Ausrüstung. Er kriegt, das bleibt. Sie kriegt was anderes. Er kriegt einen Schlägerring. Das bringt, macht zwar keinen Sinn, aber naja, gut. Machen wir das mal erstmal so, ne? Machen wir erstmal so. Alles klar, weiter geht's. Zur Truhe bitte. Und wir finden ein Altschild. Das ist sehr gut. Hier kommen wir natürlich dann weiter, aber wir gehen erstmal nach unten und gucken, was da noch so ist. Altschild heißt, wir können alle gleichzeitig buffen, was natürlich sehr gut ist bei Bossfights oder so. Oh, hier ist eine Muschel. Machen wir sie mal auf. Klebeband, viermal. Gut, dass wir keins gekauft haben. Auch gut zum Ringe fertigen. Vielleicht finden wir wirklich mal einen tollen Ring für Jensen. Und da ist dicke Energie. Insekten in der Reihe, okay. Und ein Kampf. Jetzt haben wir gleich den schönen Feuer. Das Feuerschwert und das, ich glaube, Windschwert war es, ne? Ja, man sieht es ganz leicht, dass da ein bisschen windig ist. Aber hier haben wir jetzt hauptsächlich Wassergegner, was natürlich suboptimal ist für uns. Aber naja. Wir können ja trotzdem mal einfach. Na, einfach angreifen, würde ich sagen. Wir probieren es mal. Wir können hier sowieso angreifen. Er benutzt die gute Erde gegen ihn. Guck mal, wie viel Schaden wir mit Seth machen, obwohl er einen Feuerschaden macht. Perfekt. Oh, reicht trotzdem noch. Au. Au. Verdauungssaft. Ihh. Verteidigung wird verringert, aber kein Gift. Pain. Ja, Seth, Jensen ist ein bisschen sehr stark. Barrikade, okay. Würde ich sagen, machen wir mal hier das alte Gewohnte und wir machen hier wieder Erde auf den ganz rechts. Gut. Down. Gut. Down. Erde. Down. Sehr gut. Magiefänger und Lehmkrautdorn gefunden. Und Keim kann allzeit breit. Sehr gut, dann kann er was Neues erlernen. Ab zur Ausrüstung, jetzt zur Fähigkeit. Obwohl, ne, wir müssen jetzt zur Ausrüstung hier gehen. Und er kann jetzt mal. Antidotbrausche. Also Antidot ist ja quasi Gegengift. Daher macht das wohl ganz Sinn, dass er das erlernt. Wie sieht es bei ihr aus? Kurz davor, 3 FP fehlen. Ja, bei ihm ist es ja so, dass er die sowieso nicht erlernen kann, sondern sie dann kriegt, je nachdem. Dann kann ich ihm mal Dings geben. Schatzbrille. Falls dann was da ist, können wir mal was Cooles klauen oder so. TP-mäßig ist das in Ordnung, würde ich sagen. Brauchen wir nicht großartig was machen. Und gehen einfach weiter. Im Meer vom Baus. Baus. Nichts zu verwechseln mit Bowser.
So. Krebse. Muscheln. Algen. Fische. Pflanzen. Baus. Dramatische Musik. Muscheln. Samen. Sand. Strand. Schönes Wetter. Komische Dinger. Gelbes Band. Ja, okay, ich höre mal weiter. Ich höre mal auf hier mit einzelnen Wörtern. Ja, gehen wir erstmal noch hier hin. Oder auch nicht. Der nächste Kampf folgt zugleich. Ja, Seth freut sich. Keim freut sich. Und Jensen, ja, der hebt einfach mal. Der schwingt einfach mal seinen Stab in die Luft. Warum? Weil er es kann. Wir sehen. Gestohlen kann Eisensand. Kann gestohlen werden. Schon mal cool. Wir können ja mal. Er hat kein Stehlen. Sie hat auch kein Stehlen. Er könnte stehlen, aber mit ihm müssen wir Damage machen. Deswegen schwarze Magie, Erde, go! Perfekt! Perfekt! Erde! Bam! Und wir machen mal Stehlen. Wir werden zwar nicht reichen, aber egal. Gut! Das Perfekte haben wir ihn, also den Gegner, auch nach hinten gesteuert mit seinen Angriffen. Und man sieht jetzt gerade, sehe ich jetzt erst, dass Jensen jetzt eine Brille auf hat durch die Schatzbrille. Sieht auch ganz cool aus. Visuelle Effekte. Ja, auch die gibt es. Ah, nicht gut.